Ertrag ist Wertezuwachs. Und ich erlaube mir auch hier wieder in einem Nebensatz die Bemerkung, unabhängig vom Geldzufluss. Wir müssen lernen, in unserem Kopf zu trennen zwischen den ökonomischen Wertezuwächsen und den Wertverzehrern und dem Geldfluss. Das sind nun mal zwei unterschiedliche Dinge, die manchmal zufällig parallel laufen. Auch hier drei Beziehungen. Es gibt Erträge, die sind gleichzeitig Einzahlungen. Es gibt Einzahlungen, die sind keine Erträge. Und es gibt Erträge, die sind keine Einzahlungen. Alle drei Beziehungen sind möglich. Also, was ist zum Beispiel ein Ertrag, der gleichzeitig Einzahlung ist? Das ist ein Kunde, der etwas kauft und sofort bar oder per Überweisung bezahlt. Wir buchen per Bank an Umsatzerlöse und lassen für einen Moment mal die Umsatzsteuer noch raus, die haben wir noch nicht besprochen. Ja, also per Bank an Umsatzerlöse, wenn wir die Umsatzsteuer im Moment noch mal vernachlässigen, dann ist Einzahlung gleich Ertrag. Das ist die erste Beziehung. Jetzt gibt es aber auch Einzahlungen, die sind kein Ertrag. Zum Beispiel die Bank überweist uns die Auszahlung des Kredites. Dann haben wir eine Einzahlung, aber niemand käme auf die Idee, das als Ertrag zu buchen. Das ist eine aktiv-passiv-Mehrung. Der Erfolgsfrontenkreis wird zunächst nicht berührt. Der wird nachher berührt durch die Zinszahlung. Na, da haben wir wieder Auszahlung und Aufwand parallel laufen bei den Zinszahlungen. Sofort. Jetzt noch der dritte Punkt. Also das ist der Fall, wir haben eine Einzahlung, aber keinen Ertrag. Ne? Kredit, wie nennt man das? Kreditbereitstellung. Ne? Eine Kreditbereitstellung ist eine Einzahlung, aber kein Ertrag. Und es kann die Situation sogar geben, ein Ertrag, aber keine Einzahlung. Und das ist eine Zuschreibung zum Beispiel. Eine Zuschreibung. Genau wie wir eine Abschreibung, ein Aufwand ist aber keine Auszahlung, ist eine Zuschreibung, ein Ertrag, aber keine Einzahlung. Zuschreibung bedeutet, dass wir den Buchwert eines Vermögenswertes wieder erhöhen, zum Beispiel, weil wir zu viel abgeschrieben haben. Eine Korrektur, genau. Das kann eine Korrektur sein. Es gibt andere Konstellationen noch, aber das kann eine Korrektur sein. Genau. Also, Beispiele für Ertrag sind also Umsatzerlöse, Zinserträge, Mieterträge. Wir haben schon eingangs bei der strukturellen Betrachtung gesehen, sehr viel mehr gibt es hier dem Grunde nach nicht auf der Ertragsseite. Na, auf der Auszahlungsseite gibt es noch viel mehr. Porto und Energie und ach was weiß ich, Löhne, Gehälter, Abschreibungen und, und. Ja, viele, viele Aufwandsposten, aber auf der Ertragsseite wenige Ertragsposten. Buchung, Erträge werden im Haben gebucht. Das heißt immer per X an Ertrag. Per X ist das Gegenkonto an Ertrag. An Ertrag. Wir buchen also per Aufwand und wir buchen an Ertrag. Zwei Fixierpunkte. Wenn wir buchen per Ertrag, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird etwas korrigiert oder es ist schlicht falsch. Es heißt Anertrag. Es heißt per Aufwand und Anertrag.